Sofern man das Geld hat, ne? Und nicht so wie wir pleite ist. Das ist ja so ein Standardproblem in Strategiespielen, dass man meistens einfach pleite ist. Alles klar. So. Verstanden. Gut, wie man sieht, auch die Zivilgebäude haben sich verändert. Also es gibt keine Kirche mehr, jedenfalls nicht wirklich. Es gibt jetzt unterirdische Wohnungen. Hat auch einen Grund, warum das jetzt mehr in den Untergrund steht, anstatt in die Höhe. Es gibt hier Solarzellen. Also man sieht, was auch noch dazu kommt, Staaten, so wie wir sie kennen, so wie USA, Deutschland, Polen oder was weiß ich was, Dänemark, Tschechien, die nationalen Identitäten verwischen langsam. Also das heißt, die Staaten verlieren im Laufe des Tiberium-Universums immer mehr an Bedeutung. Also jetzt vor allen Dingen im zweiten Teil. Im ersten Teil war es noch ganz normal. Im zweiten Teil jetzt so langsam verlieren sie an Bedeutung. Und es gibt dann wirklich nur noch diese zwei Fronten, sprich Nord und GDI. So ganz langsam. Sehr schön. Die Flarak-Stellung ist auch weg. Sollte auch bald der Sammler von den Gegnern vorbeikommen. Den werden wir uns auch kümmern. So, den schicken wir an die Arbeit und geben Werwölfe in Auftrag. Hört sich auch interessant an. Wir geben Werwölfe in Auftrag, ne? Ist klar. Aber ihr wisst, wie es gemeint ist. Also, wie gesagt, das Waffenarsenal der GDI ähnelt dezent jetzt den der Atreides. Was die Fahrzeuge angeht. Und die Bruderschaft hat ihr halt ihre Kampfbuggies behalten, während die GDI ihre Wüstenjäger abgegeben hat. Die kommen, glaube ich, auch gar nicht mehr wieder. Also, die waren wirklich nur im Tiberium-Konflikt dabei, danach nicht mehr. Während der Kampfbuggy, ich glaube, der Kampfbuggy ist tatsächlich in allen vier Teilen vertreten. Ja, den haben sie auch noch weggefegt. Wunderbar. Also es ist nach wie vor das Übliche. Also hat man keine Kaserne mehr, kann man keine Cyborgs mehr bauen, hat man keinen Bauhof mehr, kann man kein Dings mehr bauen und so weiter und so weiter. Also das hat sich nicht geändert. Und dass er jetzt hier mal einfach meinen Bauhof anzugreifen, finde ich jetzt gar nicht lustig. So. Erledigt. Schön. Die fegen die Cyborgs weg. Das finde ich gut. Und man kann übrigens auch mit den Ingenieuren weiterhin Silos übernehmen. Problem ist halt nur, man sollte selber Silos haben. Und die sollten dann auch möglichst leer sein. Denn dann wird das Tiberium nämlich umgelagert. Also erst dann kriegt man die Credits. Wenn man sie dann erobert, man allerdings noch nicht Silos hat, dann kriegt man nämlich kein Geld. Das ist auch so eine Sache. Und was auch neu ist, wenn wir eine Raffinerie oder ein Silo zerstören, das voll ist. Oder ein Sammler, der voll ist. Dann kann das passieren, dass das Tiberium, das da drin war, also vorher war es ja so, dass es einfach verloren gegangen war, ist und das war's. Hier ist es allerdings so, dass das Tiberium dann tatsächlich austritt. Also sprich, das Tiberium spawnt genau an der Stelle und beginnt zu wachsen. Einheit bereit. Ja. Das ist auch noch so eine Sache, das ist auch neu. Das war im Tiberium-Konflikt nämlich nicht so. Und was ich auch noch sagen kann, es gibt neue Wesen auf Tiberium-Basis. Auf der Karte. Also ich hatte ja vielleicht im Battle mit Zipid, ich weiß nicht, wer von euch das geguckt hat, gab es ja zum Beispiel vereinzelt die Viscaroids. Da haben wir gerade die Kettenreaktion sehr schön gesehen. Wunderbar. Ganz toll. Da gab es damals ja die Viscaroids. Und hier gibt es tatsächlich noch weitere und wesentlich gefährlichere Mutanten. Aber dazu kommen wir noch, wenn es soweit ist. Vor allen Dingen in Renegade wird das ja mit den Mutanten noch so ein bisschen vertieft. Und da taucht übrigens auch das blaue Tiberium zum ersten Mal auf. Zu wenig Geld. So ganz nebenbei. Also so ganz unwichtig ist Renegade nicht. Auch wenn es kein Strategiespiel ist, ist es eher ein Ego-Shooter. Und wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall. Schaut also vorbei, wenn ihr mehr über das, wenn ihr mehr über die Mutanten und sowas alles erfahren wollt und wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist. Ne? Links habt ihr alle in der Videobeschreibung dazu. Sehr schön. Wir bauen weitere Werwölfe. Sehr gut. Ich werde aber nochmal zwei dazu bestellen. Ich muss mich unbedingt irgendwann mal in die DOS-Box einfinden.
Weil ich wurde nämlich auch schon gefragt, nachdem ich mit Emperor Schlacht um Dune durch war. Ich habe ja alle drei Fraktionen let's played, also die Atreides, die Harkonnen und die Ordos. Mit mehr oder weniger Schwierigkeiten. Wurde ich ja gefragt, ob ich auch die anderen Dune-Teile mache. Also sprich Dune 2000, Dune 2 und das war's auch. Mehr Teile gab's nicht. Früher oder später wahrscheinlich. Ich will nichts ausschließen, aber ich will auch nicht sagen, ja, ich mache es definitiv. Wartet's einfach ab. Und vor allem für Dune 2 bräuchte ich dann den DOSBox-Emulator. Weil das ist ja ein ziemlich altes DOS-Spiel schon. Und ähnlich wäre es dann wohl auch mit KKND. Also KKND würde ich auch eventuell gerne machen. Aber dafür bräuchte ich dann eben halt auch den DOSBox-Emulator. Ich muss da echt mal gucken, wie ich mich da reinfuchse. Aber der ist ziemlich kompliziert, wie ich finde. Vom Aufbau her. Und der Gegner kommt zu uns. Das ist unglaublich. Schicken wir ihm doch mal ein paar Werwölfe entgegen. Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme läuft für euch noch Layers of Fear. Ziemlich erfolgreich sogar. Also ich habe gesehen, in den 3 Tagen, in denen der erste Part draußen ist, hat er schon fast 30 Aufrufe und 9 Likes. Finde ich sehr cool. Vor allem finde ich auch cool, dass der Alex Flattermann 85 gestern tatsächlich einen Kommentar geschrieben hat. Und was für ein Kommentar. Also, wow, der war echt rührend, muss ich sagen. Also das hat mich doch schon sehr bewegt, wie er es geschrieben hat. Und es freut mich sehr, dass Layers of Fear bei euch so gut ankommt. Vor allen Dingen, dass auch teilweise immer noch ältere Let's Plays geguckt werden, auch von neuen Leuten von mir. Bei Fire Department habe ich zum Beispiel Kommentare bekommen. Und bei Risen tatsächlich auch gestern, bei Risen 1, bei meinem allerersten Risen Let's Play. Auch Wahnsinn, dass das immer noch irgendjemand guckt und vor allen Dingen auch kommentiert, finde ich sehr cool. Natürlich auch Layers of Fear, wie gesagt, aktuelles Projekt. Und mein Nebenprojekt Galactic Civilization 2 läuft ja auch immer noch. Habe ich heute übrigens ein kleines technisches Problem gehabt, das ist mir einmal kurz abgeschmiert. Aber jetzt momentan läuft es. Ich habe jetzt nämlich schon mal für die übernächste Woche aufgenommen. Für diese Woche kommen ja nach wie vor Parts. Das habe ich ja in der letzten Woche aufgenommen. Also ihr seid versorgt, was Galactic Civilization 2 angeht. Und jetzt versorge ich euch schon mal für die ersten Tage im Juli mit Parts von Command & Conquer. Also ich denke mal, wenn ihr das hier seht, das dürfte jetzt der erste oder der zweite Part sein. Dann dürfte bei euch der 3. oder der 4. Juli sein, je nachdem. Kommt jetzt auch darauf an, wie viel Vorrat ich aufnehme. Aber ihr werdet das ja dann sonst alles sehen. Wartet's einfach. So, wir greifen jetzt die gegnerischen Sammler an. Das dürfte den Gegner triggern. Tut es auch. Der Wolf, du bist in der Reichweite des Turmes. So, und jetzt hauen wir erstmal die gegnerischen Einheiten da weg, die uns da angreifen. Sehr schön. Vor allem den Cyborg hier. Also die Cyborgs sind echt nicht ohne, wie man sieht. Einheit bereit. So, und jetzt kümmern wir uns erstmal um den Sammler. Einheit bereit. Vor allem was auch. Einheit verloren. Okay, das war gerade eine ziemlich heftige Explosion. Ich würde mal sagen, da ist das Tiberium detoniert. Flugabwehrstellungen von Nord ausgeschaltet. Alter Schwede, das war eine heftige Detonation. Unterwegs. Also man sollte aufpassen, wie man gesehen hat. Es könnte einem locker die Hälfte der Truppen wegreißen. Wie man gerade leider feststellen musste. Doof. Die haben so viel Geld gekostet. Wie viel kosten die im Bau? 500. Ihr könnt ja mal gucken, wie viele ich verloren habe und dann wie viele Credits das waren. Es waren auf jeden Fall eine Menge Credits. Ja, und ihr seht, die Lasertürme sind ziemlich effizient gegen Fahrzeuge und noch effizienter gegen Infanterie. Also es ist echt schwer und jetzt sehen wir hier erstmal die gegnerische Basis, die etwas ausgebauter ist. Und ich verliere gleich den Werwolf. Zu wenig Geld. Jo, das war's für den Werwolf. Macht aber nix. Gestoppt. Jetzt brauchen wir auch keine Werwölfe mehr. Erreicht. Und das Optionalziel haben wir schon mal erfüllt. Die Zivilisten sind evakuiert. Sehr schön. Einheit ach, guck mal, da haben sich ja schon ein paar angesammelt. Das ist ja nicht schlecht. Dann nehmen wir die erstmal. Ne? Und ansonsten bilde ich noch ein paar leichte Infanteristen aus. Die Lasertürme sind ja weg und die dürften ja dann ansonsten reichen. Gegen Nott. Einheit bereit.
Die kosten übrigens auch mehr als die normalen Schützen. 120 kosten. Die Grenadiere 200. Also die Kosten haben sich auch so ein bisschen erhöht, was die Einheiten angeht. Kraftwerk kostet auch nach wie vor 300. Raffinerie 2000. 300 für die Kaserne. 150 die Raffinerie. Basisturm, ja gut, okay, der ist neu. Und die GDI-Waffenfabrik dürfte auch nach wie vor 2000 kommen. Also Kosten. Also genauso wie im ersten Teil. Im Tiberium-Konflikt. Also die Kosten für die Gebäude haben sich nicht geändert, nur eben halt die Kosten für die Einheiten haben sich dezent angepasst. Gut, außer für den Ingenieur jetzt. Für den Sammler übrigens auch nicht. Der kostet auch nach wie vor 1400. Also die Raffinerie hat nach wie vor einen Wert von 600. Ja, die Raffinerie selber kostet 600, aber dank des Sammlers 2000. So ist das. Einheit bereit. Einheit bereit. Einheit bereit. Ja. Wird gebaut. Wird hergestellt. Was das hier ist? Wegpunkte, genau. Ich glaube, so kann man dann zum Beispiel auch Patrouillenwege für die Einheiten festlegen. Aber ich glaube, das werde ich nicht unbedingt machen, weil ich nutze das nie eigentlich. Sowas. Verstanden. Verstanden. Alles klar, Sir. Oh, komm, na, hau die mal um da. Einheit ja, ich verliere Reserveöl. Nee, ist klar. Das ist Teil der Zensur. Könnt ihr die einfach umrollen? Wollt ihr natürlich nicht, war ja klar. Dann machen wir es halt so. So, und dann machen wir jetzt erstmal diese grässliche Hand von Nott platt. Jo, wunderbar. Und jetzt die Raffinerie. Vor allem, was man jetzt auch sieht, im ersten Teil war es ja auch so, dass die Gebäude, die Gebäude auch vereinzelt, wie man sieht, aber dass die Fahrzeuge, wenn sie im gelben Bereich sind, dass sie anfangen zu rauchen, aber der Rauch vergeht dann nach einer Weile. Also hier ist es tatsächlich so, dass der Rauch bleibt. Und vor allem, ihr habt auch gerade gesehen, was ich ja gesagt hatte, es ist Tiberium ausgetreten, blaues Tiberium sogar. Warte mal, ich will mal kurz gucken. Die Kraftwerke platt machen. Ob dann die Radarzentrale tatsächlich stehen bleibt bei mir oder nicht. Das war ja beim Dennis zum Beispiel so. Wenn die Energie beim Gegner kritisch war, dass dann die Radarzentrale stehen geblieben ist. Also, dass sich die Radarschüsse nicht mehr bewegt hat. Aber vorher sollte ich erstmal das Fahrzeuggebäude zerstören vom Gegner. Ja, ihr seht richtig, der Gegner ist umgestiegen. Also Nord verfügt jetzt nicht mehr über Flugfelder. Aufgrund des Klimawandels durch das Tiberium, sondern dass Nord jetzt tatsächlich vermehrt auf Waffenfabriken setzt. Also die sind umgestiegen. Und wir werden auch wieder mit Lufteinheiten zu tun haben. Da sind zwei Leute verbrannt. Und wir werden auch zum Beispiel, ja, wir werden es mit Lufteinheiten zu tun haben. Womit wir es nicht zu tun haben werden in Tiberian Sun, ist Marine. Und übrigens, die Radarzentrale ist tatsächlich stehen geblieben. Also daran kann man sehr gut erkennen, wenn die Energie beim Gegner weg ist. Sehr gut. Das wollte ich nämlich mal wissen. Also ihr seht, Nott verfügt weiterhin über Großkraftwerke, oder wie sie hier heißen, erweiterte Kraftwerke. Während GDI einen anderen Weg gefunden hat, seine Kraftwerke, also die Kapazität seiner Kraftwerke zu verbessern. Das werdet ihr ja dann sehen, wenn es soweit ist. So, das waren die Silos und jetzt zerstören wir den Bauhof. Also der Bauhof ist nach wie vor ziemlich widerstandsfähig. Klar. Aber auch den knacken wir. Natürlich könnten wir die Gebäude auch erobern, dann würden wir auch wieder die Bauoption bekommen. Aber wir zerstören das jetzt auch nochmal hier. Ja. Stützpunkt zerstört. Auftragsziel erfüllt. Yay! Wie man vor allen Dingen auch gesehen hat, die Flakstellungen, die sind jetzt dauerhaft draußen. Also die fahren sich nicht mehr ein und aus, so wie im ersten Teil, sondern die bleiben wirklich konstant draußen. So.
Beobachter meldet sich nördlich von Sektor 2. Kein Zeichen von Vega oder seinen Männern, aber sie haben was gefunden. Ich habe so etwas noch nie gesehen, Sir. Es ist etwa so groß wie einer unserer Träger, aber... Aber was? Das Ding wurde nicht von Menschen gebaut, Sir. Position sichern! Wir kommen rüber zur Absturzstelle. Was sagt die SAT-Aufklärung? Nordtruppen wurden 6 Kilometer westlich des Einsatzgebietes entdeckt. Es könnte sich um ein Aufmarschgebiet für Vegas Truppen handeln. Wenn wir diese Truppen zuerst ausschalten, kommen wir viel leichter zu der Absturzstelle. Eva, welches Ziel schlägst du vor? Der MacNeilson übrigens, wie er sein, also die Protagonisten, also der Commander, wird in dem Sinne auch zum ersten Mal selber verkörpert. Also man kann ihn tatsächlich zum ersten Mal sehen. Ist übrigens auch auf der Seite von Not so, da werden wir auch ein Commander eine sein. Eine Zerstörung des Stützpunktes in diesem Sektor wird Not daran hindern, noch mehr Artefakte aus dem Wrack abzutransportieren. Außerdem können dann keine Verstärkungen mehr von dieser Basis aus zur Absturzstelle geschickt werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Bruderschaft versuchen wird, technische Geräte aus dem Wrack fortzuschaffen und in ihrem Technologiezentrum zu lagern. Finden und sichern Sie die Absturzstelle. Anschließend besetzen Sie das Technologiezentrum. Ja, also wie man merkt, es gibt hier mehrere Missionsziele. Und ich werde versuchen, nach Möglichkeit die Bonusziele zuerst mitzunehmen und dann die storyrelevanten Ziele. Das wollte ich nochmal eben loswerden. Verstärkung ist eingetroffen. Schön mit der Betonung. Erobern Sie den Bahnhof, ohne ihn zu zerstören! Ingenieur meldet sich. Ne? Extra nochmal für Leute, die es vielleicht nicht so schnell schnallen. Wir haben es geschnallt, auf jeden Fall. Deswegen speichere ich das unter Glück. Ne? Einsatz gespeichert. Hervorragend. Und dann speichern wir das auch nochmal nebenbei unter Let's Play. Ne? Wie es sich gehört. Und ihr seht übrigens auch die Uhrzeit. Ja, wunderbar. Super. Ihr seht übrigens, wann ich das aufnehme. Das ist geil. Ne? So. Gruppe 1 geht vor, Gruppe 2 sind ja nur die Ingenieure, die folgen einfach. Ich hoffe, ich kriege noch Verstärkungstruppen, das wäre nicht schlecht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Widerstand ziemlich groß sein wird. Schön, das fing doch schon mal gut an. Ich habe aber keine Ahnung, wie der Weg war. Ich habe keine Ahnung. Also Tiberian Sun ist tatsächlich der Teil, den ich am schlechtesten kenne. Ich habe ihn noch nie durchgespielt. Ja, ihr hört richtig. Ich habe ihn noch nie durchgespielt. So schlecht bin ich. Ja, das ist jetzt ganz toll. Auch das ist neu. Also sie können nicht mehr durch Gebäude durchwerfen, sondern sie treffen tatsächlich dann erst das Gebäude, bevor sie den Gegner dahinter treffen können. Sowas in der Richtung hatte ich befürchtet. Ich frage mich jetzt, wenn ich das Gebäude besetze, kriege ich dann Verstärkung? Speichern! Lalala, Glück! Jo! 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 Fein! Jo! Man kriegt Verstärkung. Schönes Ding. Finde ich gut. Geben wir erstmal ganz elegant den Soldaten. Das ist die neue Einheit, die ich meinte. Der Sanitäter. Der war ja vorher nur im Alarmstufe Rot-Universum vertreten. Als Mechanobot. Aber jetzt gibt es auch bei der GDI Sanitäter. Ja. Auch das Geräusch kennen wir aus Alarmstufe Rot 1. Das war ja auch zum Beispiel geil bei dem Alarmstufe Rot 1 Sanitäter. Da habe ich immer verstanden, wenn er gesagt hat, setze mich im Arsch. Da habe ich immer verstanden, als Kind lecken sie mich am Arsch. Das habe ich immer verstanden. Ja, wisst ihr Bescheid. Team 2 folgt einfach. Schön, das läuft doch schon mal ganz gut. Ich würde aber gerne noch mehr Verstärkungen in Anspruch nehmen, wenn ich darf. Nein, darfst du nicht. Was? Ich will aber Verstärkung haben. Nein, inakzeptabel.
Ja, das ist der schizophrene Lars. Super. Erwarte Anweisungen. Zerstören Sie alle Notgebäude. Jawohl. Schon unterwegs. Machen wir. Aber erstmal will ich Verstärkung haben. Verstanden. Alles klar. Gut. Alles klar. Ingenieur meldet sich. Also wie gesagt, Missionen, so wie sie in der GDI-Kampagne waren, mit viel Rasen und das alles, gibt's nicht mehr. Ingenieur meldet sich. Ja, Sir. Aber es gibt hier eben halt sehr viele Wüstenmissionen aufgrund dessen, weil das Tiberium eben halt dem Boden die Nährstoffe entzieht. Unter anderem. Warum da jetzt ein Pfeil ist, ich weiß es nicht. Ja, und ihr habt richtig gesehen, die Grenadiere können auch vorbeiwerfen. Auch das geht. Ja, mach doch mal Platz, Jungs! Also noch, Anführungszeichen, noch haben wir keinen verloren. Und die Musik hat auf jeden Fall auch was, ja? Obwohl ich zugeben muss, dass ich Ecto Instinct doch so ein bisschen vermisse. Muss ich sagen. Kann ich hier nach der Aufnahme dann durchaus mal abspielen. Also für mich, ne? Privat. Nicht für euch, das hat ja dann nichts mit euch zu tun. Sir? Alles klar. Sir, das ist jetzt klasse, dass ihr beide jetzt mit reinzieht. Beide Cyborgs. Weg da! Ja, bitte. Wir erledigen. Cyborg zur Stelle. Ja, bitte. Schon unterwegs. Wie man sieht. Durch die Cyborgs, das ist übrigens einzigartig, dass euch durch eine andere Einheit als durch Tiberium, als durch Tiberium-Sammler, dass dadurch Tiberium spawnt. Gab's vorher so noch nie. Das ist durch die Cyborgs jetzt eine Premiere, also durch die echten Cyborgs, nicht durch die Fake-Cyborgs, durch die Menschen. Dein Kollege in Alarmstufe Rot konnte aber mehr behandeln. Ja, bitte. Ein Cyborg lungert da noch. Speichern! Also Command & Conquer ist eigentlich so ein Speicherspiel. Oh. Übrigens, Tiberian Sun ist auch ein Only-PC-Spiel, also es kam nie für die Konsole raus. Im Gegensatz zum Tiberium-Konflikt. Das kommt auch noch dazu. Jo, der ist weg. Oder wie Dennis manchmal so schön sagen würde, kaputt ist er. So, und dann besetzen wir jetzt die Radarzentrale hier oder zivile Einrichtung, Fernsehstation, was weiß ich. Verstärkung ist eingetroffen. Ja, noch mehr Verstärkung. Super. So muss es sein. Verstärkung ist immer gut.